Ja, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und habt ihr eine bekommen? Ich nämlich nicht, darum geht's heute. Ja, ich habe gestern genauso wie ihr versucht, eine RX 6800 oder 6800 XT zu ergattern, denn rein technisch gesehen wollte ich beide haben, damit ich sie entsprechend für euch vorstellen könnte. Ja, Pustekuchen. Die Teile in dem Referenzdesign, ja, direkt von AMD, waren im Handel. Ja, ich glaube bei Mindfactory lediglich von Sapphire jeweils 5 Stück oder so und bei Alternate, ja, ich weiß nicht genau, was da schief gegangen ist, aber ursprünglich, ja, waren die Karten über AMDs Seite erhältlich. Die Seite ist natürlich komplett abgeschmiert und ja, wenn man eine Karte im Warenkorb hatte, konnte man nicht im Bestellprozess weiterkommen. Und wenn man dann irgendwann mal soweit war, waren sie auch schon ausverkauft. Ich hatte tatsächlich eine RX 6800 ohne XT im Warenkorb und war auch schon im Zahlungsprozess. Ja, ich hatte mich mit PayPal angemeldet, alles soweit so gut. Ja, und was kommt dann? Ja, die Nachricht, dass sie ausverkauft ist. Wirklich, das war sehr frustrierend. Ich habe erstens bereits schon morgens, ja, immer mal wieder geschaut auf den berüchtigten Seiten und im Preisvergleich, ob nicht vielleicht der ein oder andere Shop sich hier verlaufen hat und ein zu frühes Angebot gelistet hat. Nichts, ja, rein gar nichts. Bei der RTX 3070 und 3080 gab es wenigstens hier den ein oder anderen Shop, der einen kleinen Leak, was die Preise angeht und die Verfügbarkeit, so ein bisschen durchsickern lassen hat. Hier bei AMD rein gar nichts, ja, wirklich Mucksmäuschen still und dann war es 15 Uhr und dann gingen die Karten erstmal bei AMD selbst auf deren Webseite online. Wie bereits gesagt, wer dort eine bekommen hat, ja, egal welche von den beiden, schreibt bitte in die Kommentare. Ich beneide euch wirklich enorm, denn ich habe mich schon wirklich sehr auf diese Karte gefreut, genauso wie ihr. Deswegen verstehe ich die Frustration und ja, es ist einfach so, wie es ist. Zum jetzigen Zeitpunkt eine Grafikkarte kaufen ist einfach ein Trauerspiel. Und ja, das waren die Referenzkarten. So, wie ist es übrigens weitergelaufen? Ja, also eine halbe Stunde nach dem Launch, ging dann auf Alternate und anderen Seiten hier und da ein paar vereinzelte Karten online. Bei Alternate waren sie einfach restlos reserviert. Ja, sobald man nämlich eine von den Karten im Warenkorb hat, ist es so bei Alternate, dass die Karten für 10 Minuten reserviert sind. Und das waren sie innerhalb von Sekunden alle, ja. Ja, und der Witz ist, auf Alternate wurden die Teile alle für über 100 Euro mehr verkauft. Ja, sprich, die 579 Euro, die es dann auch tatsächlich für die 6800 waren, ja, direkt von AMD, wurde nicht ein höherer Preis verlangt. Ja, waren dann plötzlich bei Alternate 679, ja. Und wie sah es bei der RX 6800 XT aus? Ja, da waren es bereits über 819 Euro so um den Dreh. Also wirklich Mondpreise. Genauso wie wir das bei Nvidia gesehen haben mit der RTX 3070 und 3080. Und es war abzusehen, ja, es war eigentlich von vornherein abzusehen, dass AMD hier nicht genug zum Launch da haben wird. Dass es wirklich noch schlimmer ausfallen würde als bei Nvidia, hätte ich nicht gedacht. Aber, ja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir gerade alle denken. Denn nächste Woche, ja, jede Woche sage ich, die nächste Woche wird besser. Und dann, ja, sieht es nur noch trauriger aus. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Entsprechend nächste Woche am 25.11. kommen die Custom Designs der RX 6000er in den Handel. Sprich von den Boardpartnern wie MSI, Asus, ASRock und Sapphire, PowerColor. Die ganzen berüchtigten Kandidaten bringen ihre Custom Designs in den Handel und entsprechend wird dort erstens eine große Vielzahl. Was die Verfügbarkeit dieser Modelle angeht, ist natürlich auch jetzt erstmal alles sozusagen in den Sternen, aber ich bin guter Dinge. Ja, ich bin guter Dinge, nur müsst ihr damit rechnen, dass die Karten definitiv sich nicht an den MSRP der Referenzkarten halten werden, sondern einen kleinen Aufpreis verlangen werden. Das war abzusehen und ja, verständlich. Die Leistung, die hier AMD bringt, ist wirklich beachtlich. Nur
wenn ihr in Sachen Raytracing das Nonplusultra haben wollt, dann ist natürlich AMD jetzt gerade nicht die Anlaufstelle. Da wird Nvidia, die Pioniersarbeit geleistet haben, die hier einfach bereits seit einer Generation daraus gelernt haben und darauf gebaut haben, deutlich weiter voraus. Also vor allem in Sachen 4K Raytracing mit DLSS ist natürlich eine 3080 oder auch eine 3070, ja, deutlich drüber. Ja. Wenn es hier um die Gaming-Leistung geht, um die Rohleistung, hat sich hier die 6800 als auch die 6800 XT wirklich sehr gut positioniert. Kann man nicht anders sagen. So, und was ich wirklich Hammer finde, ist, dass sie es geschafft haben, Nvidia anzufechten und das im High-End. Ja, und wir haben noch nicht das Top-Modell gesehen, die 6900 XT, die dann am 8.12. in den Handel kommen wird für die 999 Euro. Ja, nachdem wir das Trauerspiel hier gesehen haben und wissen, dass die 6900 XT eine AMD-Exclusive-Karte sein wird. Sprich, es wird davon zum Launch keine Board-Partner-Karten, keine Custom-Designs geben. Diese wird explizit nur von AMD vertrieben. Und selbst wenn der Preis so teuer ist, ja, wisst ihr, wie es mit der 3090, einer 1500 und Aufwärtskarte gelaufen ist. Die war genauso schnell ausverkauft und ist es teilweise noch immer. Ja. Warum wollte ich überhaupt zwei RX 6000er? Ja, ich bin kein Scalper, keine Sorge. Ursprünglich hatte ich vor, in mein System hier Project Bloodline entsprechend eine 6800 ohne XT zu verbauen. Das reicht mir dicke. Ja? Ich war schon sehr zufrieden mit der 5700 XT, aber ich wollte nicht nur für die Tests die 6800 XT, sondern auch für einen Abonnenten. Ja? Denn der hat mir ermöglicht, die Ryzen 5000er CPUs für euch zu testen. Denn ich habe für ihn einen PC gebaut. Ja, und der Plan war ursprünglich, hey, ich besorge mir den 5600X, kann ihn für euch testen. Er den 5800X, ich kann ihn testen, aber der kommt dann in sein System rein. Das hat auch soweit geklappt. Nur war eben der Plan, okay, RTX 3080, Verfügbarkeit ist im Eimer. Welche Karte stecken wir in sein System rein? Und dann haben wir die 6800 XT angepeilt gehabt. Guter Dinge in den gestrigen Tag reingegangen. Und ja, wir wurden beide eben enttäuscht. Dementsprechend haben wir nach einer Alternative gesucht. Und ja, es mag zwar ein bisschen Overkill klingen und auch ein bisschen ignorant, aber tatsächlich ist die RTX 3090 derzeit eine der wenigen Karten, die sich an deren MSRP hält. Der Kollege, ja, meinte dann, hey, okay, wir haben am Anfang schon darüber geredet gehabt, bevor die Performance der AMD-Karten durchgesickert ist. Ursprünglich sollte es die RTX 3090 in dem System sein, also er hatte bereits die 1500 Euro einkalkuliert. Jetzt ist für die nächsten 1, 2, 3 Monate wahrscheinlich die Verfügbarkeit von allen Karten im Eimer. Was tun wir jetzt? Ja, so lange will er nicht warten, kann ich komplett nachvollziehen. Und dementsprechend, ja, werden wir auf dem Kanal, ja, hier auf GaxTV eine RTX 3090 sehen. Denn der Kollege hat hier einmal den Baller-Move gemacht und es war tatsächlich eine RTX 3090 für den MSRP noch zu haben. Ich glaube, auf Notebooks billiger haben wir sie jetzt gekauft. Welche es sein wird, werdet ihr dann in dem entsprechenden Video sehen. Wir haben dann das komplette Ampere-Lineup auf dem Kanal. Also RTX 3070 und 3080 Benchmarks sind soweit schon online. Und dann noch eine 3090 mit in die Reihe aufnehmen zu können, das ist der Hammer. Vor allem, ja, werde ich natürlich die Kandidaten hier, ja, die 6000er, noch für euch vorstellen. Wann das sein wird, ja, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich habe sie nicht und ich werde ganz bestimmt nicht irgendwelche horrenden Preise dafür zahlen. Also, wenn jemand von euch bereit wäre, hier seine Karte für ein, zwei Tage auszuleihen und es tatsächlich geschafft haben sollte, eine von denen vorzubestellen und auch bekommt, ja. Kontaktiert mich gerne über die Facebook-Seite von GaxTV, also findet ihr natürlich in der Infobox, oder Instagram. Ich weiß, das ist viel verlangt, so eine geile Karte kurz abzugeben, aber wie bereits gesagt, es geht mir wirklich nur darum, dass ich sie auf dem Kanal und in die Testreihe mit den Nvidia-Karten aufnehmen kann, damit wir den direkten Vergleich haben. Ich würde mich mega freuen. Ja. Und wie sieht es sonst so aus in der Hardware-Industrie? Sämtliche Konsolen sind ausverkauft, Grafikkarten und Prozessoren auch. Ja, es ist wirklich eigentlich die schönste Zeit des Jahres. So viele neue Produkte, aber nichts davon ist erhältlich. Das stimmt einen einfach ein bisschen traurig. Ja, lässt sich nicht anders sagen. So,
Was mich nicht traurig stimmt, ist die Tatsache, dass ich mir eine Oculus Quest 2 gekauft habe. Ja, die Brille für 350 Euro. Ich weiß, die Medien sind nicht sonderlich positiv gestimmt, was diese Brille angeht. Das liegt nicht daran, dass diese Brille schlecht ist, sondern dass man Facebook-Zwang hat, um sie dann tatsächlich effektiv nutzen zu können. So, das heißt, man braucht einen Facebook-Account, um diesen mit eurem Oculus-Account verbinden zu können. Ja, nur deswegen ist diese Brille so günstig. Aber ich habe sie mir nichtsdestotrotz bestellt. Ja, ich habe sowohl einen Facebook- als auch einen Oculus-Account gehabt. Dementsprechend dachte ich mir, okay, Facebook nutze ich eh nicht, können sie meine Daten haben. Was hatte ich eigentlich vor? Ja, ich hatte die HP Reverb G2 vorbestellt. Und das auch für den Preis von 580 Euro, knapp 100 Euro gespart. Ja, ich war richtig guter Dinge, was den Herbst angeht. Neue CPU, neue GPU und eine neue VR-Brille. Ja, das hat sich zu gut angehört, um wahr zu sein. Ja, dann wurde die HP Reverb G2 verschoben, nochmal verschoben. Ja, und der Zeitraum war Herbst angesetzt, Ende Oktober. Ja, jetzt haben wir bereits Mitte November. Und ja, dann kam die nächste Mail von HP. Hey, die ersten 13% der Vorbesteller sollen abgearbeitet werden. Ja, dachte ich mir, wow, cool, 13%, das klingt schon mal nicht schlecht. Es hat sich herausgestellt, dass ich in den anderen 85% bin, ja. Also 2% von euch waren vor mir dran. Ja, da kommt die Schadenfreude hoch. Ein paar Tage später kommt die Mail von HP. Okay, falsche Informationen sind rausgegangen. Die Brillen haben noch nicht mal das Werk in Asien verlassen und sie wissen nicht genau, woran es liegt. Ja, das kann nur HP sagen. Aber die VR-Brillen werden diesen Monat nicht mehr kommen. Und wenn es dann vor dem Weihnachtsgeschäft nicht so weit ist, werden diese Brillen auch nicht im Jahre 2020 an den Kunden ausgeliefert werden. Traurig, ist aber wahr und entsprechend bin ich mehr als froh, dass ich hier eine Oculus Quest 2 ergattern konnte. Ich habe es euch gesagt, die Brille ist in meinen Augen derzeit das Beste, was ihr bekommen könnt. Langfristig gesehen wird sie nur noch besser werden und kabelloses VR ist einfach die Zukunft. Und entsprechend, ja, ich will niemanden dazu animieren, Facebook deren Daten in den Rachen zu schieben. Aber wenn ihr eh beides habt, ja, dann gibt es da eigentlich keinen Grund, wieso ihr euch gegen das Ganze wehren solltet. Vor allem, wenn ihr dann zu den Feiertagen Ende des Jahres ein bisschen zocken wollt, ja, dann schaut man dumm aus der Wäsche, wenn dann entsprechend nichts verfügbar ist. Von daher, ich habe meine Oculus Quest 2 damals bei Amazon France, also Frankreich, vorbestellt gehabt und das Ganze lief auch mit deutscher Bankverbindung ohne Probleme. Wieso ich das Ganze jetzt ins Video aufgenommen habe, ja, ich dachte mir, wenn ich schon ein Video dazu mache, dass Karten ausverkauft sind, ja, dann bringe ich wenigstens noch, dass die HP Reverb G2 sich ein weiteres Mal verschoben hat und wahrscheinlich erst 2021 kommt. Ach so, by the way, die Limited Edition von dem EK Waterblock, den ich so sehnlichst erwartet habe für die RX 6000, ist verfügbar, ja, für einen Wucherpreis von über 200 Euro. Also ich finde den Trend, ja, den Kunden auszureizen, bis wohin er bereit ist zu zahlen, einfach echt für ein A, muss ich ganz ehrlich sagen. So, damit war es das jetzt erstmal zu den News des Tages. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und lasst eure Frustration gerne in den Kommentaren freien Lauf, was die Verfügbarkeit von Hardware im Jahre 2020 angeht. Also, bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.